Vielen Dank, Jörg. Ja, damit sind wir schon beim Abschluss dieses gemeinsamen Festaktes der Otto Brenner Stiftung für uns alle hier in diesem Raum. Aber noch nicht beendet ist unsere gemeinsame Beschäftigung mit der Otto Brenner Stiftung und oder ihrem Namensgeber. Jetzt geht es in eine Panelphase und zur Unterstützung in die Einführung darf ich nun drei junge, charmante und kluge Kollegen zu mir bitten, Benedikt, Moritz und Robin. Jörg, nee, ist alles gut. Jörg hat es gerade benannt. Wir haben die Bücher vielleicht auch gesehen, die Benedikt Linden hier auch in seinen Händen hält. Benedikt, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Otto Brenner Stiftung und du hast die Erstellung dieser drei Bände betreut. Was kann man darin erfahren und was hat das mit einem der beiden Panel gleich zu tun? Ja, vielen Dank, Sabine. Hört man mich? Ja, sehr gut. Genau, also wir wollten die Chance nutzen, zum 50-jährigen Jubiläum einmal einen Schritt zurückzutreten und die drei heute schon genannten Schwerpunkte der Stiftungsarbeit, Politik, Arbeit und Medien einmal für die Gegenwart gründlich analysieren und potenzielle Zukünfte skizzieren zu lassen. Und deswegen sind wir auf eine Vielzahl an Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Kultur und Publizistik herangetreten und haben ihnen drei Fragen gestellt. Und jede dieser Fragen ist zu einem Buch geworden. Und zwar, welche Arbeit machen wir, welche Politik wollen wir und welche Öffentlichkeit brauchen wir? Und wir sind sehr froh, dass es so zahlreiche Antworten im Sinne Otto Brenners gab, also mit kritischem Blick, aber immer auf Solidarität und Pluralismus der Einstellungen ausgerichtet. Und ich will an der Stelle noch kurz erwähnen, wir haben das als Otto Brenner Stiftung nicht alleine gemacht, sondern der langjährige OBS-Autor ist auch hier. Ich habe ihn irgendwo schon gesehen. Hans-Jürgen Ahlt hat uns bei der Konzeption, bei der Redaktion und bei der Organisation, also kurz bei der Herausgeberschaft, unterstützt. Lieber Hans-Jürgen, vielen Dank dafür. Ohne dich wäre das nicht so gut geworden, wie ich zumindest glaube, dass es geworden ist. Und ja, vielen Dank. Und ganz schnell noch zu deiner zweiten Frage. Es gibt ja gleich noch ein Panel im anderen Raum, einmal gegenüber. Wir haben nämlich diesen Anspruch von Otto Brenner, alle Bereiche der Gesellschaft zu demokratisieren, einmal ernst genommen. Wir sind hier bei einer gewerkschaftsnahen Stiftung. Die allermeisten werden ein Verständnis davon haben, was Demokratisierung der Wirtschaft oder der Politik heißen soll. Stichwort Mitbestimmung, Stichwort Wahlen. Aber wir haben uns mal gefragt, was kann Demokratisierung von Medien oder Medienöffentlichkeit heute eigentlich heißen? Und ich bin sehr froh, dass zwei Autorinnen des Sammelbands, Ines Schwertner, die Chefredakteurin des Jacobin-Magazins, und Julia Friedrich, mehrfach ausgezeichnete Journalistin, zugesagt haben, heute ihre Beiträge vorzustellen. Im anderen Raum geht es also hier im Anschluss daran, wie eine angemessene Repräsentation der sozialen unterschiedlichen Realitäten in unserem Land auf Seiten der Redaktionen, aber auch in den Medienberichten, auch als Teil der Demokratisierung des Mediensystems verstanden werden kann. Nochmal ganz kurz, also vielen Dank. Ich hoffe, es macht euch Spaß, das zu lesen. Die Bücher liegen aus, einmal unten, wenn man reinkommt und auch im Medienraum hinten. Die kann man einfach mitnehmen, auch wenn sie schwer und teuer aussehen. Ich freue mich über konstruktive Kritik und Feedback. Vielen Dank. Das Geschenk nehmen sicher alle gerne an. Ich habe am Freitag schon mal ein bisschen drüben reingeschaut. Wirklich spannend. Also wer sich für das Medienpanel interessiert, drüben in den K1. Wer sich noch mal intensiver mit der Person Otto Brenner beschäftigen möchte, bleibt hier in diesem Raum. Und Moritz Riesinger, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter der Otto Brenner Stiftung und Historiker, was mir persönlich natürlich sehr sympathisch ist, sagt uns jetzt, was uns bei diesem Panel erwartet. Ja, wir haben uns natürlich lange die Frage gestellt, wie viel Brenner brauchen wir für den heutigen Tag? Wie viel können wir diesen Namen Raum geben hier? Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, in der Ausstellung hier auf dem Forum die Zitate. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, was sagt er uns heute? Sind seine Themen von heute noch genauso aktuell wie damals? Wo muss man vielleicht auch mal ein bisschen darüber sprechen, inwiefern sie einfach der Zeit geschuldet waren? Was können wir heute damit noch mitnehmen? Wo ist vielleicht Heldenverehrung auch zu viel? Auf welcher Seite stände Otto Brenner heute vielleicht? Und wir wollen das miteinander diskutieren, also bleiben Sie gerne hier bei uns, um diesen Fragen nachzugehen. Keine Sorge, wir müssen dabei uns aber auch nicht im Kreis drehen, sondern wir haben einen echten Brenner-Experten
dabei. Jens Becker, der Brenner-Biograf, wird uns dort bei der Einordnung behilflich sein. Und ich freue mich auf die Diskussion, auf die Fragen und Ihre Anmerkungen zur Frage Aktualität von Otto Brenner. Das sind dann die beiden Panel und der dritte im Bunde, Robin Cross, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter der Otto Brenner Stiftung, ist verantwortlich für die Ausstellung, die hier im Wandelgang zu sehen ist. Du wirst uns jetzt sagen, was hat man verpasst, wenn man heute das Main-Forum verlassen würde, ohne die Ausstellung gesehen zu haben? Ja, das ist eine schöne Aufgabe. Ich gebe eine kurze Antwort. Ich glaube, was man auf jeden Fall aus der Ausstellung mitnehmen kann, ist einiges an Inspiration, nicht zuletzt durch die Zitate aus Reden von Otto Brenner, die Teil der Ausstellung sind und die, wie ich glaube, uns heute auch noch sehr viel mitgeben. Aber auch durch viele, also man wird auch viel Freude mitnehmen durch einige bestärkende Bilder und treffsichere Karikaturen, die wir für die Ausstellung ausgesucht haben. Und die etwas längere Antwort wäre, dass wir natürlich einerseits mit der Ausstellung 50 Jahre Stiftungsgeschichte Revue passieren lassen, aber gleichzeitig und eben auch 50 Jahre Geschichte prägender gesellschaftlicher und gewerkschaftlicher Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte erzählen, weil die Arbeit unserer Stiftung und die Forschung, die wir fördern, natürlich nie im luftleeren Raum stattfindet, sondern eben in genau solchen Auseinandersetzungen situiert ist, wie ja nicht zuletzt schon durch die Festreden und die Filme deutlich wurde. Genau, und es geht um Kämpfe, um ein progressives Arbeits- und Streikrecht, es geht um die Wiedervereinigung und die Folgen für die Beschäftigten und die Gewerkschaften, es geht um den zivilgesellschaftlichen Kampf gegen Rechtsextremismus und für mehr Demokratie und es geht um die Veränderung der medialen Öffentlichkeit im Zuge der digitalen Transformation und der Rolle der OBS in all diesen Themenfeldern. Genau, all das ist auch nochmal Thema der Ausstellung und kann da vertieft werden. Und wer sich in ganz besonderer Einstimmungslaune für die Preisverleihung heute Abend befindet, dem sei noch einmal der Teil der Ausstellung ganz besonders ans Herz gelegt, die im Konferenzraum 1 zu finden ist, also da, wo jetzt gleich das Medienpanel ist. Da haben wir aus 18 Jahren Preisverleihung eine Auswahl von herausragenden kritischen journalistischen Arbeiten zusammengestellt, die da betrachtet und begutachtet werden können und deren Rezeption auch heute noch sehr lohnend ist. Es gibt also viel Stoff zu entdecken, viel Stoff für weitere Diskussionen und ich wünsche uns allen sehr viel Spaß dabei. Und neben den 50 Jahren Inhalten kann man auch den einen oder anderen der Protagonisten sehen. Ich habe vorhin schon einen ganz begeisterten Michael Kittner gesehen, als er sein jugendliches Konterfei hier bewundert hat. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen sicher auch ganz spannend. Vielen Dank euch dreien. Ja, das mit der Zeit, also meine Uhr geht ein bisschen vor, hat fast hingehauen, aber nicht so ganz hundertprozentig. Ich erlaube mir trotzdem, muss mir erlauben, noch zwei technische Hinweise. Zum einen, da vorne in der Ecke sieht man eine große rote Kiste. Da wird es so gegen 4, kurz nach 4, eine kleine Überraschung geben. Wer mag, kann dem dann gerne beiwohnen, also draußen hier vor der Tür. Zwischen 16 und 17 Uhr wird dieser Raum dann umgebaut, damit die Preisverleihung dann pünktlich um 5 Uhr, pünktlich um 17 Uhr hier beginnen kann. Diejenigen, die gleich in die Ausstellung gehen oder in das andere Panel gehen, nehmt ihr bitte eure Sachen mit. Könnt ihr auch unten an der Garderobe gegebenenfalls noch abgeben, eben wegen des Umbaus. Ich verspreche, jeder bekommt auch nachher einen Platz, wenn gleich vielleicht auch nicht den gleichen, den er oder sie bislang hatte. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und wünsche uns allen jetzt viel Anregung in den Panels, in der Ausstellung und wir sehen uns um 17 Uhr dann wieder zur Preisverleihung. Herzlichen Dank.